Hallo meine Süßen, wundert euch nicht, wenn ich jetzt ein Handtuch auf habe, aber ich komme gerade aus der Dusche, beziehungsweise habe mich schon geschminkt und danach mache ich erst meine Haare, aber ich musste, es war doch bloß ein kurzes Video und ich wollte euch unbedingt mein Make-up of the Day zeigen, weil ich gerade total begeistert davon bin und ich möchte euch das gerne zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut erkennen. Ich mache mal eben. Oh Gott, nee, das ist zu dunkel. Weil ich glaube, ihr könnt mein Rouge gar nicht richtig erkennen. Egal. Ja, ich habe euch ja erzählt, ich möchte wieder mal was aus meinen Lidschatten benutzen, die ich in letzter Zeit nicht so oft benutzt habe. Und da habe ich meine Green Blue Palette benutzt, die ich, glaube ich, noch nie wirklich benutzt habe. Und heute habe ich sie benutzt. Ich habe einfach mal geguckt, welche Farben ich denn zusammenstellen möchte und habe, jetzt muss ich erstmal schauen, Olive Madness benutzt. Das ist diese Farbe. Und die habe ich in den Innenwinkel gegeben. Also diese hier nochmal. Hier habe ich den reingegeben. Und dann direkt daneben habe ich dieses, wie heißt das? Peacock Blue, das ist dieses hübsche Blau, dieses hellblau, habe ich dann daneben gegeben. Und das ist so stark pigmentiert. Also es ist nicht wirklich deckend, habe ich erst gedacht. Also jetzt deckt es schon, aber man braucht eben ein paar Schichten, ehe es deckt. Und ja, das ist halt so ein richtig, richtig schönes Blau. Ich zeige euch das mal eben. Hier habe ich das Blau hingegeben und hier in den Innenwinkel eben dieses Grünblau. Und in die Lidfalte hier oben habe ich zuerst meinen Grauton von Catrice benutzt. 130 Sitting on the Volcano, also diesen schönen Grauton. Das ist mir allerdings immer noch ein bisschen zu hell, sodass ich von der Metallic Cellier dieses dunkle Grau noch drüber gebe. Und dann kommt das alles dabei raus, dieses Finish. Und ich bin total begeistert. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch gut erkennen. Ansonsten mache ich auf meinem Blog noch ein paar Fotos davon. Und als ich dann, nachdem ich mich damit geschminkt habe, mich im Spiegel angesehen habe, wie das aussieht, habe ich sofort Lust bekommen, ein Himmelblau-Eis zu essen, mich in die Eisdiele zu setzen oder rauszusetzen, in ein Café zu setzen, die Sonne zu genießen, wenn die Sonne denn scheint. Bei uns scheint sie heute, das ist gerade das Gute. Also ich bin halt total im Frühlingsfeeling, weil ich die Schnauze voll habe vom Winter. Und weiß nicht, da passt dieses Make-up total dazu. Und ja, ich bin total begeistert. Muss ich mal schon so sagen. Gott, Eigenlook stinkt, oder ey? Boah. Ja, und dann habe ich noch einen Eyeliner drüber gegeben. Und zwar einen braunen Eyeliner, finde ich, passt ganz gut dazu, dass man jetzt nicht so in Schwarz nimmt oder so, sondern wirklich das ein bisschen, naja, ob das jetzt nun heller ist oder nicht, aber ein bisschen anders hält. Und zwar habe ich da, ich habe bloß einen braunen Kajal von der damaligen P2LE Ready to Wear. Diesen in 010 Brown Tweed, also diesen hier, habe ich dann drüber gegeben. Und ja, dann auch im unteren Wimpernkranz und dann meine Wimpern halt noch getuscht. Und ja, dann kommt eben dieser Look draus, einfach raus. Und hätte ich nicht gedacht, dass das so gut kombiniert irgendwie. Und dann habe ich mir noch peachige Wangen gemacht, weil ich finde, das passt auch ganz, ganz gut dazu. Und da habe ich diesen von Benefit genommen, den ich euch letztens in dem letzten Video gezeigt habe. Der ist ja richtig peachig. Der passt richtig toll zum Frühling. Der sieht ja so aus. Weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Ja. Und ob ihr das seht, ich kann es euch noch mal kurz vorführen. Und ja, wenn man nur eine Schicht davon rauf macht, dann schimmert das bloß ein bisschen. Wenn man halt noch ein bisschen mehr von diesen
Flüssigblush haben möchte, kann man da ruhig noch ein bisschen was drauf machen. Also ich finde, mit der zweiten Schicht bin ich auch gut zufrieden. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich weiß das gar nicht. Also meiner Cam kommt das jetzt ziemlich hell rüber. Und dann auf die Lippen habe ich auch einen sehr, sehr schönen peachigen Ton geben. Was heißt peachig? Der ist eigentlich gar nicht so peachig. Und zwar von dieser Glöckler-LE von Rival Deluxe, diesen 02 Rosa, der so stark pigmentiert ist, dieser hier. Und ja, den habe ich dann noch drüber gegeben. Und das passt wieder total perfekt. Der schmeckt nach Erdbeereis. Und ich weiß nicht, das passt alles so super zum Frühling. Und ich bin total begeistert. Und ich bin total Frühlingsstimmung heute. Es geht gar nicht. Das ist so. Und ja. Am liebsten würde ich jetzt auch schon in Sommerklamotten rumlaufen, aber da ist es ja noch viel, viel zu zeitig. Also Sommer kommt ja erstmal nach Frühling. Jetzt muss erstmal der Frühling kommen. Und ihr merkt schon, ich bin heute etwas durch den Wind. Ich weiß nicht, es liegt an der Frühlingsstimmung. Ich weiß nicht, morgen kann wieder alles anders sein. Ich habe gehört, in ein paar Teilen Deutschlands schneit es schon wieder und daran möchte ich jetzt gar nicht denken. Also von daher, ja. Also ich denke mal, ich mache noch ein paar Fotos auf meinen Blog. Verlinke ich euch in die Infobox und ja, dann war es das jetzt von mir. Ich hoffe, ich habe euch angesteckt mit meiner Frühlingsvorfreude und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!